Gold und Silber gehörten auch in diesem Jahr zu den spannendsten Themen an den Börsen. Man kann Gold und Silber natürlich kaufen, aber man kann es sich auch schenken lassen, wie Thorsten Pröttl, Goldexperte bei der LBBW, weiß und hat auch einen entsprechenden Artikel dazu verfasst. Es geht darum, dass man natürlich Gold und Silber auch zu Weihnachten durchaus verschenken kann. Das ist auch ein beliebtes Last-Minute-Weihnachtsgeschenk, weil es schnell zu kaufen ist. Was muss man da erstmal im Groben und Ganzen gesagt beachten, wenn man Gold und Silber verschenken möchte? Also es gibt sehr viele Angebote, die hier noch in der letzten Minute auch gemacht werden. Man könnte beispielsweise im Versandhandel sehr viele Dinge erwerben. Oftmals handelt es sich allerdings nicht um gute Angebote. Wenn man jetzt Gold schenkt oder Silber in Form von Münzen oder Barren, sollen das ja auch bleibende Werte sein, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und oftmals werden Faksimile-Prägungen angeboten, das heißt, das sind Nachahmungen historischer Vorbilder. Diese Münzen haben teilweise keinen Sammlerwert, teilweise auch gar keinen Materialwert. Das lohnt sich nicht, die werden teuer verkauft. Wenn man sowas erwirbt, dann ist die Freude nicht von langer Dauer, denn wenn man das Ganze wieder einlösen möchte, bekommt man sein Geld meist nicht zurück. Wie bekomme ich denn eigentlich raus, ob meine Gold- oder Silbermünze, die ich entweder schon zu Hause habe oder auch im Zweifel kaufen möchte, echt ist? Wenn man weiß, um was für ein Stück sich das handelt, dann kann man natürlich ganz klar das Ganze vergleichen mit anderen Münzen, die man hat. Das haben vielleicht nicht alle Anleger jetzt zu Hause. Man kann das Ganze aber auch zu einem Münzhändler, zu einer Bank oder Sparkasse bringen und schätzen lassen. Das bieten einige Institute an, die beispielsweise eine Art Münzkabinett vor Ort haben. Das sind nicht viele Institute, aber eine ausgewählte, ja, Bankreihe, die haben sowas noch vor Ort und die können entsprechend dann schätzen, ob das sich ein echtes Stück handelt oder nicht. Für Laien ist das natürlich von außen schwer zu erkennen. Für viele auch ein großes Problem ist, sie sehen irgendwo im Teletext oder auch im Online-Bereich, die Preise für Gold und Silber gehen dann, wollen physisch Gold und Silber kaufen. Ja, und die Preise sind dann viel, viel höher. Woran liegt das? Also muss natürlich auf der einen Seite mal sehen, was sind die Börsenpreise, das da im Teletext angegeben ist, das sind meist die Interbankenpreise, sprich das, was an der Börse oder im Interbankenmarkt zwischen einzelnen Instituten gezahlt wird, und die zahlen natürlich sehr viel kleinere Aufschläge, als wie das der Privatanleger tut, der dann letztendlich am Schalter der Bank steht und sich zum Beispiel einen Krügerrand, eine Anlegermünze kauft. Hier sind die Preise teilweise noch ein kleines bisschen teurer oder im Regelfall ein bisschen teurer, denn auch die Institute, die sowas verkaufen, müssen natürlich von etwas leben. Sie tun hier einen Aufschlag verlangen, der eben dann auch die Kosten deckt für Mitarbeiter, für Bereitstellung, für Versicherung, Aufbewahrung. Das ist ja noch verständlich, aber es gibt ja auch Spreads an der Börse beispielsweise, und wenn ich eine Daimler-Aktie kaufe oder verkaufe, habe ich einen Spread von 1 Cent oder 2 Cent oder wie an der Börse Stuttgart gar keinen Spread. Wenn ich jetzt physisch Gold und Silber kaufe, warum ist der Spread, also die Differenz zwischen An- und Verkaufspreis, so stark, so groß ausgeprägt? Man muss ja auch unterscheiden zwischen den einzelnen Möglichkeiten. Kauft man sich beispielsweise einen 1 Gramm Goldbarren, der verschwindend gering ist, dann hat dieser Preisunterschied mal durchaus eine Größenordnung von 20-30%. Das heißt, Anleger zahlen einen sehr hohen Spread, weil die Verarbeitungskosten natürlich hier bei diesem 1 Gramm Barren überproportional zu Buche schlagen. Kauft der gleiche Anleger dagegen einen 1 Kilogramm Barren, dann fallen die Verarbeitungskosten nicht so sehr ins Gewicht, natürlich auch nicht die Verwaltungskosten bei der Bank, und entsprechend ist hier dieser Spread sehr gering. Der ist teilweise unter 1%. Insofern muss man ganz klar sagen, es hängt davon ab, was für ein Gold oder mein Silber man kauft. Das ist hier ein wichtiger Punkt, der zu Buche schlägt. Bei Silber, das ich gerade angesprochen habe, kommt noch ein weiterer Effekt hinzu. Silber ist in Deutschland mehrwertsteuerpflichtig. Das heißt, für den Kauf von Silbermünzen fallen 7% Mehrwertsteuer an, bei Silberbarren sogar 19%. Und das ist natürlich eine Größenordnung, die sich ganz klar im Preis bemerkbar macht. Aber da gibt es ja auch wieder Tricks und Tipps. Man kann zum Beispiel auch riesengroße Münzen kaufen, die dann wiederum nur 7% Mehrwertsteuer haben, oder? Einige Länder, die haben das Ganze zum Anlass genommen, auch Münzbarren zu prägen oder eben größere Münzen. Die Australier haben das beispielsweise seit einigen Jahren im Programm. Es gibt hier sage und schreibe Silbermünzen mit einem Gewicht von 1 Kilogramm Silber. Und die wurden hauptsächlich auch deshalb geprägt, weil man hier eben diese höhere Mehrwertsteuer von 19% in Deutschland umgehen kann. Man zahlt für diese großen Silbermünzen nur 7% Mehrwertsteuer. Wo lagere ich dann am besten Gold und Silber? Denn wenn ich schon Angst davor habe, dass alles zusammenbricht, werde ich es ja wohl kaum zu den Banken bringen. Gut, ich würde sagen, Schließfach bei einer Bank ist immer noch eine sichere Möglichkeit, das Ganze reinzulagern und eben auch sicher aufzubewahren. Denn diese Schließfächer sind ja nicht Eigentum der Bank oder der Inhalt nicht Eigentum der Bank. Das bleibt beim Bankkunden. Wenn hier was passieren soll, der Kunde hat ein Aussonderungsrecht, das ist ganz klar. Wer natürlich hier nicht der Bank dieses Metall anvertrauen möchte, der müsste im Zweifel auch zu Hause schauen, hier entsprechend sich selber einen Tresor zu besorgen. Denn man muss ganz klar sagen, liegt das Gold nur unterm Kopfkissen versteckt umher. Die Versicherung zahlen im
Verlustfall wenig davon oder eben auch gar nichts. Gold wird behandelt wie Bargeld und die Versicherungssummen in der Hausratsversicherung sind meist sehr, sehr klein. Das heißt, wer hier das Material im Kopfkissen lagert, der bekommt es im Zweifel nicht zurück, wenn es abhanden kommt. Ist auch recht hart in der Nacht, wenn es am Kissen liegt, das Gold. Letzte Frage, Herr Pröttl. Wem das jetzt zu unsicher in der Tat ist, auch die Lagerung Gold und Silber, kann weiterhin auf ETCs und Zertifikate setzen. Ist das dann weiterhin eine echte Alternative, wenn man sich mit Gold und Silber auch zu Aktienmärkten etc. pp. Absichern möchte? Ich würde sagen, ganz klarer Fall. Wir haben hier eine ganz gute Möglichkeit, sich auch abzusichern mit diesen Zertifikaten oder mit ETCs, ETFs, die eben sogar noch einen physischen Anspruch teilweise auf das Edelmetall verbriefen. Der Vorteil bei diesen Möglichkeiten ist, dass es so leicht geordert werden kann wie eine Aktie, beispielsweise über das Online-Banking der entsprechenden Bank. Und man kann es eben auch ganz leicht wieder veräußern. Das heißt, diese physische Aufbewahrung fällt hier weg. Man hat aber eben auch auf der anderen Seite nicht die direkte Handhabbarkeit des Materials. Das heißt, diejenigen Menschen, die es wirklich mal in der Hand haben möchten, das Edelmetall, die müssten letztendlich doch zum Münzenbaren greifen. Und das macht sich dann auch wiederum nicht so gut als Weihnachtsgeschenk, wenn man einfach nur einen Kontoauszug verschenkt. Und damit schließt sich der Kreis für dieses Gespräch Gold und Silber unterm Weihnachtsbaum. Thorsten Pröttl von der LBBW, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne.